Als Tabu werden tief verinnerlichte Verbote bezeichnet, die als ungeschriebenes Gesetz ein bestimmtes Unterlassen oder Schweigen fordern. Während ein normales Verbot explizit vermittelt wird, wird ein Tabu bereits in der frühen Kindheit implizit verinnerlicht. Im Gegensatz zu den Verletzungen anderer Verbote werden Tabuverletzungen nicht direkt bestraft. Stattdessen rufen sie Scham oder Ekel hervor und werden auf diese Weise sozial sanktioniert. Während über gewöhnliche Verbote diskutiert werden kann, verbieten sich Tabus also von selbst. Gesellschaftliche Tabus können dazu beitragen, bestimmte politische Diskurse zu verhindern. Andererseits stützen sie die soziale Ordnung und wirken identitätsbildend. Häufig tabuisierte Themen sind beispielsweise Tod, Ausscheidungen, Suchterkrankungen oder das Sprechen über Unzufriedenheiten mit der zugewiesenen Geschlechterrolle. Was genau tabuisiert ist, unterscheidet sich jedoch von Kultur zu Kultur mitunter stark. Für eine gelingende interkulturelle Kommunikation ist es deshalb wichtig zu wissen, worüber man in der jeweils anderen Kultur nicht sprechen und wie man sich nicht verhalten sollte. So können Konflikte aufgrund unbeabsichtigter Tabuverletzungen vermieden werden.